Hallo liebe Spacecrafter, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Linux selbst eine Anwendung aus dem Quelltext kompilieren könnt. Die meisten Programme stehen ja bereits im Repository der Distribution zur Verfügung. Wie man die installieren kann, habe ich euch ja bereits in einem anderen Video erklärt. Es kann aber trotzdem sein, dass das ein oder andere Programm nicht im Repository verfügbar ist. Falls es sich um eine Open-Source-Applikation handelt, dann hast du die Chance zu versuchen, diese direkt aus dem Quellcode selbst zu übersetzen. Wie das genau geht, das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Und zwar nicht auf Basis von einem x-beliebigen Programm, sondern auf Basis von einem meiner Lieblingsspiele, nämlich dem Spiel Dyna Blaster Revanche. Dieses Spiel, was dem Spiel Bomberman sehr ähnelt, ihr müsst da mit kleinen Männchen auf einem Spielfeld versuchen, euch gegenseitig mit Bomben zu zerstören, wurde von der Gruppe Howjob entwickelt. Howjob ist eigentlich eine sogenannte Demo Group, also eine Gruppe, die Demos für Computer entwickelt. Dabei war Howjob insbesondere zu Amiga-Zeiten sehr aktiv und hat einige tolle Demos entwickelt. Die könnt ihr euch auch heute noch auf YouTube anschauen. Aber neben diesen Demos hat Howjob eben auch dieses eine tolle Spiel programmiert. Und wie man das aus dem Quelltext kompilieren kann, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Dazu gehen wir als erstes mal auf die Seite, auf der der Quellcode zur Verfügung steht. In diesem Fall ist das die Seite github.com. Dort suchen wir nach Dyna Blaster Underline Revanche und kommen dann hier auf diese Repository-Seite. Den Link schreibe ich euch natürlich auch noch unten in die Videobeschreibung mit rein. Wenn ihr einmal auf dieser Seite seid, können wir den Quellcode als erstes mal herunterladen. Dazu klicke ich hier auf den Button Code und dann Download Zip. Das habe ich für euch jetzt bereits einmal getan und finde hier im Ordner Downloads das entsprechende Zip-Archiv. Jetzt müssen wir dieses Archiv entpacken. Und zwar möchte ich dazu ein extra Verzeichnis anlegen. Ich habe hier, wie so häufig, mal wieder ein kleines Cheat-Sheet vorbereitet, was ich auch gerne mit euch in unserer Telegram-Community teilen werde. Als erstes möchte ich erst einmal ein Games-Verzeichnis anlegen, in meinem Home-Verzeichnis. Dazu nutze ich den Befehl mkdir-p tilde, das ist mein Home-Verzeichnis, /games. Als nächstes möchte ich gerne dieses Archiv, was wir vorab heruntergeladen haben, entpacken. Und zwar mit dem Befehl unzip, es handelt sich um ein ZIP-Archiv, -o, tilde, /downloads, Dyna Blaster Underline Revanche, -master.zip. Das ist genau der Name des ZIP-Archivs und der entsprechende Ort, wo sich das ZIP-Archiv befindet. Jetzt sage ich hier -d, also Destination, das Ziel, tilde, /games/. Also er soll dieses Archiv in das zuvor erstellte Games-Verzeichnis entpacken. Ich sage hier Enter. Und jetzt wird hier im Hintergrund bereits das Archiv entpackt. Jetzt gehe ich mal in dieses entpackte Verzeichnis rein, und zwar mit dem cd-Befehl, cd, tilde, /games, dann Dyna Blaster, Underline Revanche, -master, und dann in das Client-Verzeichnis. Denn das Spiel besteht aus einem Client und einem Serverteil. Das Spiel lässt sich auch gut übers Internet mit mehreren Personen spielen. Als erstes schauen wir uns jetzt allerdings erstmal den Client an. Hier gehen wir in das Client-Verzeichnis und sehen jetzt hier, können wir den Quellcode übersetzen. Es handelt sich um eine Qt-Applikation und wir brauchen für die Übersetzung des Quellcodes noch einige Paketabhängigkeiten. Welche das genau sind, steht meistens auf den jeweiligen Projektseiten. Hier auf dieser Webseite steht zum Beispiel als Dependency Qt5, also es ist eine App oder ein Game, was mit dem Qt-Framework entwickelt wurde, und SDL2, das ist für die Soundwiedergabe wichtig.
Ich habe euch diese Abhängigkeiten für dieses Spiel bereits mal herausgesucht und hier herausgeschrieben. Die installieren wir jetzt als allererstes mal. Sudo apt-install build-essential, das sind die Basispakete, das sind so wichtige Programme drin, die zum Übersetzen von Quellcode immer benötigt werden. Ich empfehle euch, dieses Paket sowieso auf jedem Linux-System, was ihr nutzt, einmal mitzuinstallieren. Dann gibt es hier das qt5-qmake, das nutzen wir gleich. Dann ein paar Basispakete aus dem qt5-Framework. Ihr seht, die Entwicklerpakete enden meistens mit -dev. Dann eben das libasound2-dev und das libstl2-dev für die Soundwiedergabe. Ich habe das jetzt vorab bereits schon installiert, also diese Pakete sind jetzt bereits vorhanden. Ich gehe jetzt wieder in das Verzeichnis. Ich habe jetzt vorher in mein Home-Verzeichnis gewechselt mit cd. Mit cd Leerzeichen minus kann ich jederzeit in das zuletzt aufgerufene Verzeichnis zurückwechseln. Also ich bin jetzt wieder in tilde games, Dyna Blaster Underline Revanche, minus master, client drin. Und jetzt führe ich den Befehl qmake aus. Das muss ich, weil es eine Qt5-Applikation ist und kann danach mit make das Programm übersetzen. Das habe ich jetzt bereits gemacht, weil das dauert hier eine Weile. Es kann bis zu 15 Minuten, je nachdem, wie alt dein Computer ist, dauern. Was danach rauskommt, ist hier ein Binary. Und zwar das Binary Dyna Blaster. Das könnte ich jetzt direkt hier in dem Verzeichnis mit Punkt/Schräger Dyna Blaster ausführen. Und siehe da, da startet bereits etwas. Das ist bereits mein Game, jetzt kann ich hier noch auswählen, ich könnte das auch im Vollscreen starten. Ich sage mal Single-Modus, kann jetzt hier noch ein Level wählen. Okay, Start. Und könnte jetzt hier versuchen, die Gegner mit Bomben zu zerstören. Beende das jetzt mal an dieser Stelle. Das macht natürlich am meisten Spaß, wenn man das zusammenspielt, dieses Spiel. Also unbedingt auch den Game-Server nutzen. Wie das geht, zeige ich euch auch gleich noch. Also wir haben jetzt hier schon mal das Spiel installiert. Jetzt möchten wir aber auch noch einen Startmenü-Eintrag dazu erstellen. Dazu müssen wir ein sogenanntes Desktop-File erstellen, was bei mir im Verzeichnis .local share applications liegt, also in meinem Home-Verzeichnis .local share applications. Ich kann diesen Befehl ausführen, damit würde ich das erstellen, falls es das noch nicht gibt. Auf SpaceFun oder TuxWiz ist das aber bereits vorhanden. Ihr könnt es aber immer nochmal ausführen, das macht überhaupt nichts. Also hier unter .local share applications liegen meine persönlichen Desktop-Files. Es gibt aber aus Verzeichnis user share applications, wo die systemweiten Desktop-Dateien drin liegen. Also wir müssen jetzt eine .desktop-Datei für Dyna Blaster erstellen. Dazu nutzen wir nano und ich führe den Befehl nano tilde slash .local share applications und nenne die Datei Dyna Blaster underline revanche.desktop. Das habe ich jetzt hier für euch schon mal vorbereitet. Eine .desktop-Datei könnt ihr euch aber auch anhand eines anderen Beispiels einfach mal anschauen. Die sind immer gleich aufgebaut. Sie müssen hier oben diesen Desktop-Entry drin haben, eine Version, Type Application. Dann kommen die wichtigen Teile, nämlich der Name, ein Icon, dann der eigentliche Befehl. In diesem Fall führe ich einen sh-c, einen Shell-Befehl aus. Und zwar wechsle ich in mein Home-Verzeichnis in dieses Games-Verzeichnis, weil ich kann dieses Spiel nur dann ausführen, wenn ich mich auch in diesem Verzeichnis drin befinde. Sonst funktioniert dieses Spiel nicht. Und dann führe ich das Spiel aus und beende das mit den doppelten Anführungszeichen. Hier kann ich noch einen Kommentar eingeben. Modern Bomberman Clone und Kategorie Game. Jetzt speichere ich das Ganze. Ctrl-X. Und jetzt fehlt uns aber noch ein Programmsymbol. Das Spiel, also das Quelltextarchiv, enthält bereits ein Icon und das kann ich einfach verwenden. Ich kann mir meine persönlichen Icons im Ordner .icons in meinem Home-Verzeichnis ablegen. Falls das noch nicht existiert, kann ich das mit mkdir-p tilde slash .icons einfach anlegen. Dort kopiere ich mir jetzt dieses Programmsymbol
aus dem Quelltextverzeichnis rein. Das liegt jetzt hier unter Client Data Icons und heißt eben Dynar Blaster Revanche MIRS256.png. Dieser Name muss auch dem Namen des Icons hier in dem Desktop-File entsprechen. Also was hier im Icon angegeben wird, muss genauso heißen wie das, was unter Punkt Icons liegt. Jetzt schauen wir mal hier, wir verwenden ja lx.de, wir müssen also kein Menü neu generieren, sollte einfach sofort vorhanden sein. Das ist die SpaceFun-Distribution, die könnt ihr auf spacefun.ch selber auch herunterladen. Und jetzt schauen wir mal hier, ob es jetzt hier schon irgendwas mit Dynar Blaster gibt. Dynar Blaster Revanche, Modern Bomberman Clone, so wie wir es angegeben haben. Ich starte das Ganze mal und ich kann hier auch aus dem Menü Dynar Blaster schon starten. Beende ich das wieder. Jetzt möchte ich mir zum Abschluss noch anschauen, wie man diesen Spieleserver auch noch installieren kann. Der liegt in dem Fall hier auch in dem Quellcode-Verzeichnis in einem Ordner Server. Dort muss ich auch wieder QMake ausführen und danach kann ich Make ausführen, um diesen Server zu übersetzen. Das habe ich jetzt hier bereits für euch schon gemacht. Falls da irgendwas schief geht, könnte ich auch immer den Befehl make clean ausführen. Dann bereinigt er alles und ich könnte make nochmal ausführen. Es kann zum Beispiel sein, ihr müsst euren Rechner mittendrin ausschalten und wollt nachher weitermachen mit dem Kompilieren. Macht einmal ein make clean, führt danach nochmal das make aus und schon könnt ihr das Ganze nochmal kompilieren. Für den Server benötigt ihr noch einige Konfigurationseinstellungen in eurem Router. Zum Beispiel ist es sinnvoll, wenn ihr jetzt übers Internet spielen möchtet, dass ihr einen sogenannten DynDNS-Namen eingerichtet habt. Darüber hinaus müsst ihr den Port für den Zugriff auf diesen Game-Server in eurem Router auch noch freischalten, damit der Port aus dem Internet erreichbar ist und direkt auf eure Linux-Maschine hier zeigt. Wenn ihr das soweit vorbereitet habt, dann steht einem Spiel über das Netzwerk nichts entgegen. Ihr könnt jetzt für diesen Server auch noch dieses .desktop-File erstellen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt den aber auch einfach über den Autostart direkt beim Anwenden von der Desktop-Umgebung automatisch starten, sodass ihr quasi einen eigenen Game-Server für Dynar Blaster Revanche immer startklar habt. Ich bin gespannt, wie es euch damit geht mit dem Kompilieren eurer ersten Applikation oder eben dieses Spieles. Berichtet mir unbedingt in den Kommentaren. Ich freue mich drauf und vergesst auch nicht, unserer Telegram-Community beizutreten, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu den Themen Linux und freie Software aus. Zum Abschluss hat er hier gerade auch noch den Server kompiliert. Ich starte den jetzt auch mal, ./server und schaue mal, ob da irgendwas kommt. Und hier ist jetzt schon der Server. Hier würde ich den jetzt halt sehen. Ich könnte jetzt hier mit Exit den Server verlassen. Weitere Informationen zum Server finden sich hier auch noch in der Hilfe von dem Spiel auf der Webseite. Da steht auch ganz genau drauf, wie der einzurichten ist und welche Ports, nämlich dieser TCP-Port 6300, der muss freigegeben werden in eurem Router. Viel Spaß und bis bald. Eure Leo. Tschüss.